Yo ho, meine Freunde, willkommen zurück bei Minecraft Feed the Beast Infinity Evolved. Ich heiße euch herzlich willkommen bei dieser Aufnahmesession und freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, wir spawnen direkt hier in unserem Hütchen im Regen und dieses Mal sind wir auch nicht allein hier auf dem Server. Es sind wieder zwei Leute online, Horst Yoshi und der gute Makromaster, die auch mit beschäftigt sind hier. Und ich würde sagen, wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich habe nichts weiter gemacht, außer vom Reaktorraum hier hochzulaufen. Und das war es im Prinzip auch schon. Was ich jetzt mal machen möchte, mir geht schon wieder dieser Hut hier auf den Sack, den ich habe, den weißen Zylinder. Mal gucken, was wir jetzt anziehen können. Mal wieder ein bisschen durchwechseln. Es wird mal wieder Zeit. Ich meine, wir sehen zwar eh nicht den Hut, den wir haben, aber Wayne. So, vielleicht soll ich auch gar, kann ich auch gar keinen auswählen? Remove Head. Genau, wir lassen mal, wir ziehen mal gar keinen Hut jetzt an, sondern sind mal ganz allein wir selbst. Und das soll reichen. Gut, wechseln wir wieder in die ganz normale Ego-Perspektive. Da draußen hüpft schon wieder ein Slime rum. Der geht mir so ziemlich auf den Sack. Das Hüpfe nervt nämlich. Da klatschen wir den weg. Zack, bam, bum, paff, patch, putsch, pam, pum, pam, pam. Ja, da guckt er. Doch, ist es jetzt eigentlich Nacht oder ist es Tag? Ich glaube, es ist Tag. Sonst wäre es noch dunkler, wenn es Nacht wäre. So, wir haben mittlerweile hier Dingensen. Ah, was ich machen wollte, ist natürlich, hatten wir das letzte Mal? Ich glaube, das letzte Mal hatten wir in den Reaktorraum noch unsere Batterie gestellt zum Laden, wenn ich mich nicht täusche. Nee. Hatte ich die schon wieder... Ah, ich glaube, die hatten wir geladen. Genau, da hatte ich ja aufgehört. Ich hatte sie geladen, hatte aufgehört und habe sie dann wieder in den Twilight Forest gestellt. Das habe ich im Prinzip euch vorenthalten. Ja, das war das Einzige, was ich gemacht habe. Die Batterie wieder angeschlossen. Und ja, da müssen wir jetzt wieder nachlegen. Die scheinen schon wieder leer zu sein. Seht ihr mal, wie fix das geht, so eine Batterie leer zu kriegen. Wir sollten diese Batterie mal, oder Energy Cell, wenn wir es ganz richtig und korrekt aussprechen wollen, wir sollten uns da mal wirklich eine größere anschaffen, weil 2 Millionen Energie ist jetzt nicht die Welt an Kapazität. Vielleicht kriegen wir irgendwie die mit 20 Millionen oder was, 80 Millionen sogar? Ich glaube 20 Millionen habe ich so im Kopf. Vielleicht kriegen wir ja die in dieser Aufnahmesession irgendwie zustande geschustert, dass es hier schön weitergehen kann. So, und dass die hier mal länger craften kann, zumal wir jetzt auch dieses hier, dieses schöne, ja, mit der Ender-Chest arbeiten, ne? So muss das ja sein. Zack, hier machen wir mal das Ding, ins bauen wir ab und jetzt müssen wir wieder zurückfliegen erst einmal. Oh, ja, da war immer, wenn ich hier vorbeifliege, meistens auch nur auf dem Rückweg, kommt dieses komische Geräusch. Was ist das? Sind das wirklich diese Glühwürmchen oder Zikaden an den Bäumen? Könnte ich mir fast nur so erklären. Was anderes macht ja fast keinen Sinn. So. Gut. Schauen wir aber mal, wie es hier so vorangeht. Beziehungsweise wir schauen erstmal, wenn wir zu Hause angekommen sind, was wir so alles brauchen für die nächstgrößere Energy Cell. Ich glaube, die dürfte gar nicht so... Wieso funktioniert das mit dem Fliegen nicht? Jetzt funktioniert es. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen mal einpendeln erstmal. Nach dem Ach Quatsch. So. Die muss ich ja hier runterbringen zum Laden. So, und wir sind sauber. Gut, Energy Cell. Pam. Und Reaktor schmeißen wir mal an. So, jetzt entlädt sich erstmal der interne Buffer hier des Reaktors in die Energiezelle rein. Hier haben wir noch ein Yellorium drin. Aber ich glaube, das, was drin ist, ja, das, was drin ist, das reicht noch eine Weile für unsere Energiezelle. Ja, wir könnten derzeit mal schauen. Was habe ich denn hier geschaut? Black. Ach so, nach schwarzer Farbe, genau. Energy Cell. Wir können mal schauen, was die nächste. Was ist denn das für eine? Ach, das ist die Creative Energy Cell, die unendlich Energie hat, aber die wollen wir nicht. Leadstone Energy Cell, die hat 400.000. Ja, wir haben schon eine ziemlich gute eigentlich, die Redstone Energy Cell. Die hier mit 20, hat unsere echt 20, Moment. Na, geh weg, hat unsere, sind das eins? Tatsächlich, das sind 20 Millionen hat unsere, ja, nicht nur 2 Millionen.
Und das nächsthöhere ist nur noch die hier mit 80 Millionen. Die hält länger. Signal enabled low. Low? Okay. Und dann gibt es noch Leadstone. Okay, das ist wieder was anderes. So, Resonant Energy Cell. Wie können wir zum Beispiel die craften? Wir brauchen eine Redstone Energy Cell, eine ganz normale. Ach, am besten eine leere. Muss die leer sein? 0 von 20. Und Enderium Ingot. Und die Enderium Ingots, die machen wir uns doch aus diesem, wie war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Resonant Energy Cell. Ja, auf jeden Fall kriegen wir die zum... Also ich denke mal, das ist der einfachste Weg für uns. Hier brauchen wir den Energy Cell Frame. Naja, den machen wir auch so. Was denn? Hä? Das verstehe ich nicht. Okay. So, ist schon wieder gleich voll. Wir können ja mal versuchen, Enderium Ingot herzustellen. Ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, den stoppen wir mal wieder und nehmen mal den Müll mit. So, immer sparsam mit dem Reaktor umgehen. Okay, yep. Oh, das ist ein kaputtes Weizenfeld. Stimmt, da bin ich ja mal drauf gesprungen. Egal, das lassen wir jetzt mal so stehen im Raum. Die haben wir wieder einstecken. Ja, wie macht man sich jetzt Enderium Ingot? Das hatte ich doch letztens mal erst gegoogelt. Ich glaube, da muss ich wieder mal kurz schauen. Minecraft Enderium Blend, glaube ich, müssen wir zuerst machen. Also den Dust sozusagen, Enderium Blend. Und den können wir machen aus. So, schaue ich nochmal kurz nach. Verzeiht mir dieses stille Bild. Aus Pulverized Tin war das zum einen. Dann brauchen wir Pulverized Silver. Moment, das kann ich gleich mal mit dem E-System schauen, ob wir das haben. Zinn und Silber müssten wir auf jeden Fall haben. So. Pulverized. So, wir haben Lead. Wir haben Pulverized Tin. Pulverized Silver haben wir auch. Was brauche ich noch? Pulverized Shiny Metal. Ah, guck mal, das haben wir auch. Pulverized Shiny Metal. Und dann einen Eimer flüssiges Enderium. So, müssten wir auch unten haben in der Foodkiste, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl! So, da können wir uns sicherlich jetzt Enderium Blend herstellen. Und zwar 2 Zinn, 1 Silver, 1 Shiny Metal und ein Eimer flüssiges Enderium. Und wir haben 4 Enderium Blends und können uns daraus 4 Enderium Ingots herstellen. So, die mache ich mal ganz fix im Alloys Melt. Der hat schon wieder keine Kohle. Ist denn das zu fassen? Ist denn das zu fassen? So, dann mache ich es halt erstmal im stinknormalen Ofen. Hier haben wir noch Graphite Bars drin. Da auch. Da auch. Und da auch. Enderium Blend. Wieso kann ich daraus kein Ingot herstellen? Kann mir das jetzt jemand verraten? Wir haben jetzt Enderium Blend. Okay. Jetzt muss ich mal schauen, wie man das Ingot herstellt. Ach so, wir brauchen noch Pyrotheme Dust brauchen wir noch. Und den machen wir uns aus Sulfur, Kohle, Redstone und was ist das? Blaze Powder. Sulfur, Kohle und Redstone. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt sehr kompliziert. So, Sulfur. Dann brauche ich Coal. Coal. Nehmen wir Pulverized Coal brauche ich. Dann brauchen wir Redstone. Das finden wir gleich hier. Und Blaze Powder. Blaze Star Powder. So, Blaze Rod nehme ich gleich mal mit, falls ich davon ein bisschen mehr brauche. Wo habe ich denn eigentlich das andere Höllenzeug hin? Waren wir nicht wieder in der Hölle und haben Blaze Rods gefarmt? Haben wir da schon wieder alle verbraucht gehabt?
Okay. Hier war aber jetzt auch nichts drin, ne? Nee, keine Blaze Rock. Okay, haben wir sie anscheinend schon verbraucht gehabt. So, jetzt brauche ich im Prinzip Sulfur, ich brauche Kohle, ich brauche Redstone und ich brauche Blaze Powder, um mir Pyrethem Dust zu machen. So, und aus diesem Pyrethem Dust, jetzt habe ich keine normale Kohle mitgenommen. Da gehen wir nochmal fix hoch. Coal. So, da haben wir auch die Coal. Die Coal. So, hauen wir mal hier rein das Zeug. Ist der eigentlich schon fertig? Der ist schon fertig, ne? Gut. Hier können wir das dann einfach reinhauen, ne? Pyrethem Dust und Enderium Blend. Funktioniert leider nicht. Was habe ich noch hier? Induction Smelter. Hier müsste das aber funktionieren. So, und Enderium. Jawohl. Ich glaube, für den Alloy Smelter, da brauchen wir noch eine Enderperle. Das funktioniert irgendwie ein bisschen anders. So, und wir haben zwei Enderium Ingots. Ingots. Sehr schön. Boah, 24.000 hat Pyrethem Dust als Brennwert. So, wir haben jetzt vier Enderium Ingots. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ich höre es schon wieder scheppern hier überall von Schleimi. So, kann ich jetzt aus meiner Energy Cell und vier Enderium Ingots einfach die, jawohl, Resonant Energy Cell herstellen. Geil. Wir haben eine Resonant Energy Cell. Na, da freue ich mich doch. Hau ab. Hau ab, haut ab, haut ab. Wow, 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 wow. Zack, zack, zack. Zack, zack, ab, zack. Ab, ab. So, dann stellen wir uns doch mal die her. Sehr cool. Haben wir endlich mal so eine Energiezelle, die jetzt viermal länger hält als unsere bisherige. So, die muss es jetzt gelten, erstmal aufzufüllen. Da schmeiße ich den Reaktor natürlich wieder an. So, und dann können hier 80 Millionen Redstone Flux reingepumpt werden. Wenn das mal keine Zahl ist, dann weiß ich auch nicht mehr. So, Resonant Energy Cells. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Davon könnte ich vielleicht in Zukunft noch mehr brauchen. Aber erst einmal an die ganzen Zutaten rankommen. Gut, Blaze Rod haben wir. Da kriegen wir wieder zwei Blaze Powder raus, wenn wir das denn wollen. Das soll, muss ich auf jeden Fall wieder ein paar farmen. Und ansonsten... Ja, was ist denn? Achso, das war die Creative Energy Cell, genau. Und was wir noch auf jeden Fall auch brauchen, ist ein Tesseract. Da wollte ich ja mal schauen, wie macht man denn den Tesseract-Frame? Ach, auch vier vier Enderium Ingots. Da müsste ich mir doch jetzt noch ein paar herstellen können, oder? Das können wir in der Zwischenzeit mal machen, während die Energiezelle... So, Energiezelle, wollte ich sagen. So deutsch-englisch. Während die auflädt. Ach, da brauche ich schon wieder ein Eimer flüssiges Enderium. Da muss ich mir auch mal langsam Tanks herstellen. So, Shiny, Silver und zwei Tin. Und dann können wir das im Induction Smelter wieder zu Enderium Ingot verarbeiten. Was? Ach so, das war... Ich muss erstmal noch den Pyrethem Dust herstellen. Moment, das müsste ich auch so können. So. Zack. Und zack. Alles klar. Damit hätten wir wieder zwei Pyrethem Dust. Und aus denen und den kann ich jetzt wieder die Enderium Ingots herstellen. So. Jawohl. Und dann sollten wir uns eigentlich auch gleich einen Tesseract craften können. Kann ich eigentlich... Habe ich eigentlich das Zeug für... Nee, ich habe kein flüssiges Ender mehr, ne? Ich habe kein flüssiges... Oh, hier habe ich noch die Redstone Energy... Flux Ducts. Redstone Energy Flux Duct Empty. Ja, ich hätte die. Den nehme ich mal mit hoch. Ich brauche wieder flüssiges Ender. Flüssiges Ender. Das klingt auch merkwürdig. Ach Quatsch, was sehe ich in der Werkbank?
Hier rein wollte ich es packen erstmal. Da rein. Und machen wir mal so. Das ist ganz normales Glas. Okay. Lasst mich ganz kurz überlegen. Ich bin gerade in der kreativen Finderphase. Wo habe ich denn meine... Wo habe ich denn meine? Ich schlafe auch mal, weil Horst Yoshi gerade am Schlafen ist. Er möchte Tag haben. Dann lege ich mich mal mit aufs Ohr. Und Wiki Wiki Rise and Shine. Good morning, everyone. So, wo habe ich denn meine Enderperle? Da habe ich meine Enderperle. So, nehme ich mal 6 Stück raus. Da sollte ich doch auf jeden Fall einen Eimer wieder von kriegen hier. So, ein Eimer kommt da rein, bitteschön. Und dann wollen wir ein bisschen Ender verflüssigen. Ich weiß noch nicht mehr, wie viel wir brauchen, deswegen gehe ich das mal langsamer an. 250, waren es nur 2 oder waren es 4? Entweder waren es 2 oder 4. Toggle empty. Achso, das können wir auch wieder rausfinden. Okay, ich glaube, wir brauchen 4 insgesamt. 4 Enderperlen. Ja, 750 sind schon drin. Gut, dann mache ich mir nochmal eine. So, zack, und jetzt wird es reingefüllt. Spitze, da haben wir wieder eins. Okay, die Symbole sind falsch, dass sie noch da waren. Jetzt brauche ich wieder ganz kurz eine Werkbank. Dann kann ich mir wieder Neues herstellen. Resonant Ender, Shiny Shiny, Silver und Zinn. Wieder 4 Stück und Pyrotheum Dust brauche ich wieder. So. Okay. Dann ab zum Induction Smelter und dann machen wir jetzt nochmal 4 von diesen Dingern. So. Ja, Enderperlen muss ich wieder farmen. Blaze Rods muss ich wieder farmen. Da haben wir wieder ein bisschen was vor uns, auf jeden Fall. Weil so reicht das Ganze jetzt nur für einen Tesseract. Oder für 2? Moment, da gucken wir einfach gleich nochmal. Könnte sein, dass es sogar für 2 jetzt reicht. So, weil jetzt habe ich ja 8 Enderium Ingots. So. So, ganz nach oben fliegen, bitteschön. Also, Tesseract Frame Empty. Ich brauche nur... Ach, Diamant brauche ich ja. Genau, Hardenglas und... Okay. Okay. So, wir tun hier mal alles reinpacken wieder ins ME-System. Die Graphite Bars auch, das auch. Enderium Ingot. Ach komm, das packen wir auch mal hier rein. So, okay. Die Kabel, brauche ich die eigentlich noch? Für was habe ich denn die? Achso, das habe ich hier oben im Schlafzimmer. Das Pumpdingens gebaut. So. Schaufel habe ich hier noch. Wobei, eine Schaufel könnte ich eigentlich mal mitnehmen. So, ein leerer Eimer, der kommt erstmal hierhin. So, wunderbar. Ja, wir gehen mal kurz gucken, was die Energiezelle macht, die vom Reaktor aufgeladen wird. Könnte es sein, dass die mittlerweile schon voll ist. Ja, sieht sehr... Was macht denn das Skelett? 2 Skelette. Eins sogar in der Rüstung. Was geht denn hier ab? Das ist mein Reaktor, haut ab! Vergesst es, nicht eure! Hey! Das gibt's ja nicht! Sag mal! Diese Skelette! Unglaublich, diese Skelette! So! Okay, sind wir gerade richtig gekommen. Der lädt gerade seinen internen Puffer auf. Zack, hier Müll können wir mitnehmen. Und die Resonant Energy Cell können wir erstmal abbauen. Und die stellen wir dann schön an die Quarry ran mit ihren 80 Millionen Redstone Flux gespeichert. Zack, 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 zack. Schnell zurück in den Twilight Forest, stellen wir das Ding auf und dann können wir schön gemütlich an unserer Kiste nämlich schauen, wann da die ersten Diamanten reingeputzelt kommen. Wäre natürlich geil, wenn die Quarry noch schneller laufen könnte, aber ich glaube mit so einer Energiezelle, schon auch mit dieser Redstone Energy Cell, läuft die einfach schon von der Geschwindigkeit her am maximalen Limit. Schneller kriegt man die wahrscheinlich nicht. Nur jetzt hält sie zumindest schon mal länger aus mit der 80 Millionen Energiezelle und danach, wenn wir Tesserakte haben, 2 Stück, ja, dann können wir die Energie einfach direkt vom Reaktor übertragen
an unsere Queries und die sollten laufen, bis wir zum Bedrock ankommen. Das ist dann der optimale Query-Fall.